da standen da so drei Jugendliche vor mir, so im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, und meinten zu mir: Ey, was willst du eigentlich hier? Geh mal nach Hause, geh mal zurück in deine Heimat, du Neger. Kommt näher zusammen, bleibt. Perfekt, super. Und dranbleiben, ein Pult bleiben. Ich habe da die komischsten Sachen gehört, von wegen, ich hätte in der Pfütze gebadet und das N-Wort ist auch gefallen. Es ging halt so weit, dass es mir die Erzieherinnen nicht geglaubt haben, dass es das wirklich passiert ist. Und ja, das war, glaube ich, das Schlimmste. Es bleibt eben tief, weil ich wusste auch gar nicht, wie ich mich wehren sollte. Ich hätte alles dem sagen sollen, alle Schimpfwörter, die ich damals in meinen jungen Jahren kannte, aber das war nicht irgendwie fast was, ich weiß nicht, da gab es gar keine Relation dazu, was ich da jetzt hätte sagen sollen. Das war so ein Erlebnis, wo ich dann echt dachte, wow. So richtig Theater gespielt habe ich bis jetzt noch nicht. Ich kann es auch nicht besonders gut, aber es macht mir Spaß. Papi? Mhm. Was ist ein Negerkind? Du weißt überhaupt nicht, was der Begriff Negerkind bedeutet. Ja. Du hast ja gar keine Ahnung. Zwei, drei Jahre wollte ich halt mit weißen Leuten halt nichts mehr zu tun haben, weil fast alle mich verletzt haben. Ah, du kannst ja sogar Deutsch sprechen. Das finde ich ja toll. Wo kommst du so her? Aus Deutschland. Ja, ich meine aber deine Heimat. Ist Deutschland. Deine wirkliche Heimat. Ist auch Deutschland. Ja, deine Eltern, wo kommen die her? Und so langsam gehen die Worte aus und einige Leute lernen halt nur mit Taten. Ich bin aber mal gespannt, was wir ein Stück jetzt so zustande kriegen, weil so richtig ein Stück haben wir ja noch nicht. Und wir haben viele Ideen, aber wir haben sie auch noch nicht so zusammengetragen und so. Also eine konkrete Idee habe ich echt noch nicht, also ich bin echt gespannt. Anmutig.